Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen katastrophalen Folge Schnuckoro aka Landwirtschaftssimulator 2019. Heute in der Mist 23. Folge. Genau. Ja, Dankeschön. Aufgenommen am 27. Und ja, heute auch wieder mit dabei der liebe Robin. Ja, moin. Und der Cookie. Moin. Ja, wie ihr in der letzten Folge sehen konntet, war es ja ein bisschen katastrophal, ne? Nicht wahr? Mit Terraforming hat nicht ganz so funktioniert, wie man hier auch noch sehen kann. Das Gefühl, größte Rotze, den ich jemals erlebt habe! Was? Das größte, das Feld ist wieder weg, ja, also, ja, pflügen wir jetzt einfach nochmal neu, denn, ja, Lehrgeld haben wir bezahlt und, Ja, ich bin schon mal dabei, wenigstens das Feld, was nicht kaputt gegangen ist, zu düngen und dann gleich auch auszusäen. Es war eine deutliche Effizienzsteigerung jetzt hier eigentlich, weil ich bin ja schon drei Spuren gefahren und habe jetzt noch mal eine halbe Spur vor mir mit Düngen. Also das heißt, die Vergrößerung, die war definitiv aktiv, ja, die war gut, war die. Mhm. Das mit dem Landschaftsbau, also vielleicht muss man sich da mal im Solo-Play mal ein bisschen einüben. Und das mal so probieren, dass man da auch wirklich ein gutes Händchen für bekommt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich lasse von jetzt an die Finger davon. Das ist ja nicht der Wahnsinn, ist dies. Ich weiß gar nicht, ob ich so oft das mal ausprobieren möchte. Aber ich meine, gut, du hast ein gutes Feingefühl mit dem Kran. Vielleicht schaffst du es ja auch mit dem Terraforming. Wenn du dich da vorher möglichst nicht auf unserem Safe-Game austobst. So, es ist gedüngt. Und es hat nur 26% vom Tank gekostet. Das heißt, wir kriegen mit einer Ladung zweimal beide Felder theoretisch gedüngt, wenn man gut fährt. Mhm. Ja. Ja, wo steht denn unser... Ach, hier steht er. Okay. Ich bin jetzt gleich auch wieder am Sägewerk, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Ja. Dann haben wir echt mal gut gewirtschaftet und dann kam der Landschaftsbau. Ja. Ah, das war auch verdammt viel Glück mit dem Auftrag, dass so ein guter Auftrag reinkam. Au ja. Also ich würde sagen, Baumwollaufträge sollte man sich in Zukunft mal ein bisschen vormerken auf jeden Fall. Und wenn dann auch noch zwei Geräte bekommt für ein Feld, was verhältnismäßig klein ist, wenn ich da an Feld 8 denke, nur ein Gerät bekommen, das auch noch so eine kleine Spannweite hatte. Ich meine, gut, das war eine deutlich höhere als unser Gerät, aber trotzdem. Aber es wäre auch nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen vom Geld her. Oh ja. Was waren das für Geräusche gerade? Was? Ich habe nur ein gehört. Ich habe nicht mal das gehört, aber dafür habe ich. Das klang, als wenn da jemand mit einem Mikrofon irgendwie rumspielt. Aber es kam aus meinen Boxen, was aber nicht sein kann, weil ich habe euch ja über die Kopfhörer zu laufen. Hä? Ah. Okay. Robin, hast du wieder irgendwas eingenommen? Nein. Ich habe jetzt hier noch 445 Saat. Das wird nicht reichen, denke ich mal, wa? Oh, 7000 Mais. Ja, da war ein extrem dicker Stamm bei. Okay. Da habe ich nicht mal einen Kran vernünftig gepackt bekommen. Also ist die Dicke der Stämme auch entscheidend. Okay, nicht nur, dass sie schon gerade und lang sind. Oh. Dann liegt es wohl wirklich daran, wie ich schon mal vermutet habe, je mehr Bretter man rausbekommen würde, desto wertvoller ist es. Wahrscheinlich. Ja. Ich fahre mal eben zur Info zum Shop und hole nochmal Saatgut. Für was denn? Was für ein Saatgut? Ich würde jetzt nochmal... Achso, ja, verdammt. Jetzt habe ich hier schon Raps drin in dem Gedönse. Kannst du auf was anderes befüllen, einfach Saatgut kaufen und dann auswählen in der Sämaschine, welches du pflanzen willst und gut ist. Ah, okay. Ich habe jetzt einfach mal gewechselt auf Sojabohnen und jetzt sagt er mir, ich hätte 445 Saatgut an Sojabohnen. Ja, verstehe. Genau. Man kann also kaufen an Saatgut, was man möchte und er wechselt dann einfach auf alle Sorten um. Ja. Das ist ja cool.
Das heißt, sie können jetzt erstmal grundsätzlich auffüllen und dann gucken. So. Am besten halt etwas, wofür wir die Maschinen schon haben. Sagt mal, da fällt mir ein, wir hatten doch auch eine Maschine, also ein Gebiss für Sonnenblumen, oder? Mais und Sonnenblumen, ein. Richtig. Ja, ja, Mais und Sonnenblumen war das doch. Genau. Wollen wir da mal gucken? Da, also kann gerade jemand gucken nach dem Preis? Ich glaube nicht, ne? Dann gucke ich nämlich gleich, wenn ich da am Shop dran bin. Ich bin gerade am Autofahren, einen Moment. Mhm. Ah, der Hund ist wieder alleine. Nee, es hat an der Tür geklingelt. Ach so. Ich tank mal zwischendurch auch auf. Stimmt, tanken könnt ihr nicht auch mal. Ist fast halb leer. Fast. Befüllung starten, ja. Aha! Schon hat er aufgetankt. Hat das auch nicht wenig Geld gekostet. 94 war ein halber Tank. Okay. Für den schwarzen Traktor. Knapper ging's nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist das jetzt die Gülle oder ist das jetzt Saatgut, was hier steht? Ich hoffe doch zweiteres und dass da noch was drin ist. Deswegen steht da ja hier noch. Ja, die ist von meinem Auftrag letztes Mal. Da müsste eigentlich noch gut was drin sein. Wie muss ich denn da ranfahren? Oder ist das doch Gülle? Ich bin ja dummerweise nicht, was das ist. Hä? Oder? Ah, doch, da ist so ein Symbol unten dran. Genau. Ein Kanister und das sieht aus wie. Du musst die Sämaschine aufklappen, ne? Und dann. Ach was, okay. Also nicht aufklappen in dem Sinne, sondern oben den Tankdeckel auf und dann gibt er dir die Möglichkeit, da müsste oben irgendwo stehen, befüllen dann. Abdeckung öffnen? Genau. Ist das eigentlich gewollt, dass wir die Zeit immer noch auf Echtzeit haben? Ja, weil wir ja gerade unsere Flugreparatur haben. Ach ja. Lass mich raten. Es geht doch nicht so wie gedacht. Nee, hä? Was denn? Nee, also er will nicht auffüllen hier. Oder muss ich da seitlich ranfahren? Kann das sein? Steig mal aus. Bin raus. Also ich bin jetzt gerade weggefahren, weil ich eigentlich ein bisschen wenden wollte. Party Ach so, Science. Das ist die Palette für Flüssigdünger. Ah, okay. Dann ist das Symbol hier unten rechts, wenn du mal zu mir kommen magst vielleicht. Das Symbol da unten rechts, das ist dann Flüssigdünger oder wie? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Das heißt, gut, dann kaufe ich mal Saatgut. Genau. Ach, jetzt, das Symbol sieht man sogar im Shop. Okay, gut zu wissen. Saatgut ist günstiger geworden, möchte ich behaupten. Kostet nur noch 1890. War das nicht mal deutlich teurer? Ich meine, bei 3000 war es mal. Ja, interessant. Hängt es vielleicht doch damit zusammen, je mehr Aufträge wir machen, desto bessere Konditionen bekommen wir? Das wäre cool, wenn das mal uns jemand sagen könnte. Über die Kommentare. Ah, das kann ich mir wiederum kaum vorstellen. Würde ja eigentlich irgendwo angezeigt werden. Hm. So, hier. Kahufen. So. Isige Kahufte. So, und auffüllen, sagt er jetzt. Okay, jetzt klappt das. Oh, cool, da verschwinden ja die einzelnen Säcke. Das ist ja auch geil gemacht. Oh, und damit ist er bei 90% Füllmenge. Zuklappen und zurückfahren. 90%. Wir müssen halt nur noch entscheiden, was waren Pflanzen. Big Bags. Also, wir haben ja, wie gesagt, noch Mais und Sonnenblume zur Verfügung. Also, dass wir das überhaupt abernten könnten. Ach, du hast die Palette gekauft. Ja, was denn sonst? Es gibt ein Big Pack. Also, ein Big Bag.
Ach so, und das wiederum hat dann mehr als eine Tankfüllung und, genau, ist dann und dafür teurer. Kostet 900. Was? Ja. Toll. Du hast eine Palette. Ah, und dann auch noch das teuerste, Pioniersamen. Ja, vielleicht sind das halt ertragreichere Pflanzen. Ja, keine Ahnung. Ja. Das muss man da auch erstmal wissen, verdammte Axt, ey. Oh, dieses Spiel, war, das hat so viele Stolperfallen, wo du dich richtig in den Sand setzen kannst. Alter Schwede. Auf diesen Baumstamm, da bekomme ich ein bisschen gezogen. Sonst wäre ich ein Problem. Meinst du den oben am Feld, auf dem Hügel? Der quer beim Weg liegt. Achso, okay. Kann ich nicht. Dann, ansonsten halbierst du den nochmal. Oder geht's nicht, weil er auf dem Weg liegt? Genau deswegen ging's nicht. Okay. Ansonsten können wir den auch schieben, ne, mit dem Traktor. Ich hab den gezogen bekommen. Ah, okay. Alles gut. Gut. Ich bleibe jetzt so weit drauf, dass er auf dem Anhänger vernünftig ist und dann passe ich den länger an. Wenn ich mich nicht gerade umgekippt hätte. Also, Preise bei Sonnenblume sind so im Schnitt bei 1200. Mais ist deutlich geringer. Ich würde dann jetzt wenigstens mal einmal Sonnenblume machen. Ja. Wäre nicht ganz gut an. Und vor allem, wie gesagt, mit dem Mais, wegen Hühnerfutter und so, das ist ja noch nicht aus der Welt, ne? Was sagt denn Lola? Nee. Was hätte sie denn lieber? Hä? Was ist Mutter mal Mais? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich muss auch mal was anmerken. Auf gepflügtem Untergrund ist das mit dem Dünger sehr, sehr unterschiedlich. Bis zu 90% hatte ich jetzt hier. Und auf dem abgeernteten ist Maximum 50%. Ich glaube, ich muss sogar nochmal drüber düngen. Weil, das ist richtig krass unterschiedlich hier vom Dünger her. Bin ich vielleicht zu schnell gefahren damit? Kann das sein? Ist das möglich? Kostet er dich automatisch auf eine Arbeitsgeschwindigkeit? Dachte ich eigentlich auch, aber irgendwie, er macht es sehr, sehr hart unterschiedlich hier, wie viel Prozent gedüngt ist. Und zusätzlich kriegst du bei denen, wo eigentlich schon geerntet war und eigentlich schon aussaatfähig wäre, ist nur 50% Maximum an Dünger möglich. Und das zieht uns natürlich die Erträge runter. Vielleicht müssen wir uns doch daran gewöhnen, dass wir doch jedes Mal vorher nochmal drüber düngen. Auch wenn da steht, dass das nicht nötig wäre. Nicht düngen. Pflügen, meine ich. Pflügen. Ja. Dass wir nochmal richtig umgraben müssen. Warte mal, da fällt mir ein. Es gibt doch hier so eine Anhänger. Wie nennen sich die? Wender. Ah nee, Wender ist dann wieder für Gras, ne? Für das ist für Gras. Das ist natürlich, also, das muss ich ja auch erstmal wissen, ne? Also, vielleicht muss man das doch mal machen. Das sollte, könnten wir uns mal überlegen, wenn wir dann soweit sind, weil wir können ja dann den Flug wieder darauf begrenzen, dass er nur da fliegen soll, wo das Feld auch ist. Ich hoffe, das funktioniert bei den selbst Angelegten, sonst haben wir ein mächtiges Problem. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das funktioniert jetzt hier. Oh Gott, ich muss hier große Wendekreis fahren, damit ich wieder mich richtig gerade ausrichten kann. Also es ist irgendwie komisch. Also es scheint mir doch effektiver zu sein, wenn man vorher pflügt. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. So, ist die Maschine jetzt an oder nicht? Ja, absenken wäre noch praktisch, Robin. So.
Was ist? Nicht nur, wir wollen Infos. Über deine Schandtaten. Er grubbert nur. Heißt jetzt genau was? Ach, doch nicht. Ach nee, man sieht das ja immer nicht, wenn schon was drin ist, ne? Ah, okay. Okay, und ich habe noch das Problem, dass ich versehentlich nochmal Raps genommen habe. Wir wollten ja umsteigen auf Sonnenblumen. Können wir gar nicht. Stimmt, das ist Einzelsaat, ne? Ja. Mhm. Wir könnten auf Sojabohnen gehen, aber die können wir die ernten? Sind die nicht auch Einzelsaat? Mhm. Also nein, können wir nicht. Doch, können wir. Mit dem Gebiss vom New Holland, was schon dran ist. Das kann man so. Mit dem normalen Mähdrescher-Gebiss? Ja, mit dem normalen Mähdrescher kannst du auch laut dem Symbol Sojabohnen ernten. Sojabohnen ist ja das, was aussieht wie normale Bohnen, ne? Ja. Mhm. Oder? Gut. Und das hat momentan 1400, 1500. Im Preis. Okay. Dann machen wir Sojabohnen, oder? Ja. Wenn wir sie eh schon ernten können, dann why not? Fahre ich jetzt nochmal zurück. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier nochmal neu aussehen an der Stelle, sonst haben wir ein kleines Problemchen. Mein Gott, nee, wie hat die offene Kralle in Holzstücke gepackt? Weil sie es kann? Ah. Vor allem, weil es so offen ist und hat trotzdem ein Holzstück fest im Griff. Ach, ich hab wieder. Ach, Mann. Ich mähe jetzt so über den Acker, scheißegal, ob die Spuren gerade sind oder nicht. Ja, siehst du doch später eh nichts mehr von, wenn du darauf siehst. Ja. Jetzt senkt das ab, okay. Hat gerade irgendwie nicht abgesenkt. Also scheint irgendwie generell ein bisschen Bugs zu geben. Also nicht nur mit dem Flug, auch mit der Seemaschine konnte ich gerade nicht absenken. Ich musste gerade nochmal abkoppeln und wieder ankoppeln, damit es geht. Upsala. Ja, super, er hat den Flug nicht gehoben. Daneben nicht. Dann fliege ich jetzt so. Was ich übrigens immer noch sehr, sehr schön finde, ist, dass die Direktsaatmaschine nur da aussät, wo wirklich Feld ist, ne? Oder aussehen kannst. Oh. Ja, hier bin ich noch nicht ganz da, wo ich hin wollte. Hm. Oh Gott. Oh. Ach Gott, jetzt habe ich nicht auf die Spur geachtet, verdammt. Naja. Kann sich nur um Stunden handeln. Solange es vernünftig wird. Ich hoffe es. Und ich meine, wir könnten ja dann auch auf dem anderen Feld, was die Lola gerade repariert, da könnten wir ja dann theoretisch auch was anderes pflanzen. Mhm. Ja, damit wir schon mal anfangen. Preissenkung haben. Genau, also erstens das und zweitens, dann hätten wir auch gleich wieder diese Drei-Felder-Wirtschaft, was du vorhin noch angesprochen hast, in der einer der vorigen Folgen angesprochen hast, hätten wir das dann da auch mit drin. Oh. Ach, das ist der Flug, den ich hier höre! Ich hatte gerade schon wieder dieses Geräusch. I don't know. Das klang gerade zumindest so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, diese eine Ecke hier, die ist, ja, da müssen wir dann nach der Ernte wahrscheinlich doch nochmal mit einem Landschaftsbau ran. Das ist wirklich nicht so schön. Die eine Ecke da, die du mir gerade nochmal zwischen den Folgen nochmal berichtigt hattest. Mhm. Die hat ein bisschen Probleme. Und ich glaube, sag mal, haben wir irgendwo noch ein Fiat übrig? Nein. Also ich nutze meinen gerade die ganze Zeit. Okay, weil mit dem Schwarzen komme ich hier nicht so gut bergauf.
Ich meine, ich kann versuchen, mit dem Fiat, auch mit dem Schwarzen vielleicht auszufahren, dass du den Fiat nimmst. Nee, ich glaube, das wäre schon besser für dich, wenn du den Fiat nimmst, weil das Holz ist ja noch schwerer als das Ding hier. Ich bringe jetzt die nächste Holzlieferung weg. Da erwarte ich aber keinen ganz so großen Gewinn, weil das habe ich relativ blöd draufgepackt bekommen. Also hast du keinen Platz mehr drauf, meinst du? Ja. Okay. Also an dem Feld, wo ich gerade arbeite, da wäre dann netterweise bitte der nächste Baum abzuholen. Ich habe da noch einiges zu tun. Ja, aber die sind gerade noch nicht im Weg, das meine ich. Ach so. Bei dir ja, sind wegen Wendekreis und so. Ja. Okay. Da komme ich dann als nächstes hin. Und sieht aber gut aus, wie du den hinten erstmal wegschleifst. Damit der schon mal ein bisschen runder wird unten an der Spitze, ne? Yep. Unten an der Spitze, auch toll. Mhm. Macht ihr einen Speer für Mist? Ja, das wäre gut. Du musst allerdings mit der Balliste abfeuern, weil du kannst sie nicht halten. Oh, ich bin auch so gespannt, was da noch kommen wird. Jetzt, wo ja die Defeat-Event, also dieses Verteidigung-Event, da sein soll, wenn du den Tank besiegt hast. Aha. Da wäre es ja eigentlich nur logisch, finde ich, wenn man sich auch Verteidigungsgeräte, Fallen und so weiter bauen könnte, ne? Ja, zum Beispiel eine Balliste. Zum Beispiel eine Balliste oder so dieses typisch mittelalterliche, die Baumstämme, die von der Mauer rollen, die ja. Fallgruben, Bärenfallen und so eine ganzen Geschichten. Ja. Oder noch schöner, wo ich natürlich richtig Spaß dran hätte, es gibt ja Feuerpfeile, die muss nicht funktionieren im Spiel. Pechgruben, wie bei Stronghold. Mhm. Du kannst dich hinstellen, abfeuern und sagen, let it burn, baby. Ich glaube, ich hätte meinen Spaß dran. Meine Molly funktioniert ja anscheinend. Da habe ich schon ein, zwei Videos gesehen, wie gut der funktioniert. Also, da hätte ich schon Bock drauf, ja. Bin ich mal gespannt, wäre der was zu trinken ein. Erstmal die Flasche aufgeschoben. Ja, und auch immer schon nach vorne gucken dabei, ne? Ja, vor allem hier in der Kurve. Ich habe da jetzt ein bisschen zu viel Platz gelassen zwischendurch, aber egal. Zum Glück wird der Saatgut nur da verbraucht, wo auch ausgesät wird. Genau. Nicht so wie bei Dünger. Ja. Ja, Dünger ist wirklich fies. Also da düngst du teilweise auf die Straße, wenn du nicht aufpasst, ne? Ja. So, mal einen Wendekreis hier. Fahre ich nochmal mehr oder weniger dieselbe Spur zurück. Was denn? Dadurch, dass ich gerade mit der Flasche beschäftigt war, habe ich zu stark eingelenkt. Alles gut, war nur ein Straßenschild. Okay. Ich hänge nicht so Weil, fest. Also denke dran, den Anhänger für Holz zurückzusetzen, ist vielleicht nicht so praktisch, wenn Holz drauf liegt, weil ich nicht weiß, ob er das Holz mit zurücksetzt. Ich habe mich nirgendwo festgefahren, keine Panik. Okay. Alles gut, Leute. Vor allem Lola, mit keiner Panik. Alles gut, Leute, ich habe mich nicht festgefahren, keine Panik, oh oh, Zug. Okay, Leute, Zeit für Panik. Ihr habt noch 3 Sekunden, um mir hier rauszuhelfen. Nee, in der Bahnschranke bin ich schon lange nicht mehr hängen geblieben. Aber ich habe ja auch schon lange keinen Baum mehr so komplett transportiert. So. Also ich muss wirklich sagen, mit diesem Vatra, ich glaube, der Schwarze war ein Vatra, ne? Ja. Der schwarze Traktor, okay. Ist schon etwas, geht langsamer. Auf jeden Fall. Mm. Na gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch ein deutlich größeres Feld. Das muss man auch noch berücksichtigen. Aber durch dieses Bergauffahren hat er schon ein bisschen Problemchen. Aber ich nutze lieber die lange Spur als die kurze Spur, ne? Ja, brauchst nicht so oft wenden. Genau. So, hier habe ich auch noch ein Fleckchen übersehen, glaube ich. Ja. Hat aber kein Saatgut gefressen an der Stelle, okay. Dann machen wir wieder aus die Schicht und dann fahren wir jetzt von der Seite ran. Also ich meine, abgesehen von einer einzigen Ecke, haben wir mit dem Landschaftsbau das doch noch gut korrigiert bekommen. Du meinst, Lola hat das gut korrigiert bekommen. Wir haben ja zeitgleich korrigiert. Wir haben zeitgleich korrigiert, also ist das wir schon angebracht an der Stelle. Ich bin dafür, dass Lola das gemacht hat. Du mich auch, und zwar kreuzweise. Ah.
Was? Schon? Jo, mein Timer fängt auch gerade an zu vibrieren. Jupp. Yep. Das Holz gebe ich aber noch ab. Ich korrigiere mal eben noch meine Spur hier. So. Ja. Also dafür, dass das nur 3 Stämme waren. Oh, nice. Oh. Aber waren ja auch dünne und krumme Stämme, ne? Nein, das waren lange, dicke. Das waren 3 Stämme nur. Oh, das war dann wenig. Nein, das war viel. Ich habe nur 3 Stämme. Und du hast doch sonst 6000 bekommen für gute Stämme. Ja, wenn der Anhänger komplett voll war. Mehr als 3 Stämme. Ach so. Das waren wirklich nur 3 Stämme, nicht 3 Bäume. Ach, das meinst du? Du hast nur die Stämme und nicht die Äste abgegeben. Ja. Ah, okay. Das waren keine 2 ganzen Bäume, das waren nur 3 Stämme. Dann ist gut. Dann das waren 3 Stämme von einem Baum. Dann ist okay. Boah, 4 Stämme. Aber trotzdem noch sehr gutes Geld. Ja, doch, also wenn nur die Stämme, das ist okay. Obwohl ich ja eigentlich da gedacht hätte, dass die mehr Geld bringen, weil daraus sägst du ja die Bretter, ne? Eigentlich. Ja. Ich glaube, ich bin... Ja, bist fertig. Nicht schön, aber selten. Ja. Dann könntest du jetzt rein theoretisch schon mal drüber düngen, wenn du da Bock drauf hast, weil ich brauche noch eine Weile mit dem Aussehen. Aber ich würde mal sagen, vorher kommt noch was anderes, bevor sie da drüber denkt, oder nicht? Genau. Ja, das Folgenende. Ja. Da sie auch moderiert, müsste sie auch abmoderieren. Ja, würde ich gerne, wenn ihr mich nicht ständig unterbrechen würdet. Ach so, okay. Das tun wir aber so gerne. Mhm. Lola, denkst du noch als abmoderieren? Ja, so Leute, das ist das Folgenende. Heute war ich dann mal mit ein bisschen Flügen dran, weil Robin kann es eben nicht. Und ich kann's, aber es ist scheiße! Das Feld ist zwar schön, aber selten, aber es ist gepflügt in dieser Folge, Gott sei Dank. Ich bin dann gewesen natürlich bei Luke und Cookie. Luke sage ich schon, Robin und Cookie. Sag mal, was? Diese Unterstellungen, ja? Erst ich kann nicht flügen, ich hab das vorher angelegt und dann ich wäre Luke, sag mal. Immer wieder gern, Lola. Ja. Gut, wir lassen den anderen nochmal im Auszissen und wenn ihr noch mehr haben wollt, dann schaltet einfach in der nächsten katastrophalen Folge wieder ein. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wiederschauen und reingehauen. Ciao. Ciao. Das war das Video für heute. Wenn ihr noch mehr so nice Folgen sehen möchtet, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Oder, um garantiert nichts mehr zu verpassen, lasst mir auch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr bei den beiden Chaoten Cookie und Robin vorbeischauen möchtet, Links sind unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao!